Guten Morgen, wunderschön euch alle zu sehen, wunderschön auch ein paar neue Gesichter zu sehen. Ja, ich bin Gott von Herzen dankbar, dass jetzt die Gemeinde auch barrierefrei ist, dass jetzt wirklich alle durch die Tür kommen können. Gott ist wunderbar. Ja, heute soll es um die Sendschreiben gehen. Und ja, in den Sendschreiben haben wir 7 verschiedene Gemeinden, die angesprochen werden in der Offenbarung. Und es ist ganz spannend, wie Jesus Christus diesen Gemeinden begegnet. Und darauf wollen wir heute so ein bisschen eingehen. Einmal zu schauen, was möchte Jesus von den Gemeinden? Und wofür lobt er die Gemeinden? Und wo möchte er auch Buße sehen von den Gemeinden? Und ich möchte das ein bisschen nebenanstellen zu dem, was Jesus Christus uns vorgelebt hat. Weil wir sehen in seinem Wort, dass wir seinen Schritten nachfolgen sollen. Und er hat praktisch alles, was wir tun sollen, vorgelebt. Und das ist wunderbar zu sehen. Ja, Jesus sagt, er ist der Weinstock und der Vater ist der Weingärtner. In Offenbarung, Jesus sagt ja, er und der Vater sind eins, spricht er wie ein Weingärtner. Der guckt die Gemeinde an, sieht, okay, wo ist gute Frucht vorhanden und wo ist keine Frucht da? Wo sollte eigentlich Frucht da sein? Wo ist vielleicht was verdorrt? Wo muss was weg? Und das ist ganz spannend, dass er direkt am Anfang bei jeder Gemeinde, die er anspricht, die Werke anspricht. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerade die Sendschreiben aufschlagen. Das ist in Offenbarung, ab Kapitel 3, ab Kapitel 2. Offenbarung 2, ab Vers 1, genau. Da sehen wir direkt das erste Sendschreiben von den 7 an die Gemeinde in Ephesus. Und da redet Jesus erstmal als Absender und sagt, wer sagt das denn jetzt überhaupt? Wer ist der Auftraggebende? Und da sagt er, wer er ist, dem Engel der Gemeinde von Ephesus schreibe, das sagt der, die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Dann geht es weiter mit, ich kenne deine Werke. Und das schreibt er wirklich jeder Gemeinde, ich kenne deine Werke. Und dann geht er weiter mit zum Beispiel in Ephesus, ich kenne deine Werke und deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren. Und dass du die Bösen nicht ertragen kannst und dass du die geprüft hast, die behaupten, sie seien Apostel und sind es nicht und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast schweres Ertragen und hast standhaftes Ausharren und um meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Hier spricht er von den Werken und ja, das Spannende in der Gemeinde ist, es reicht ihm nicht, dass die Leute zur Gemeinde gehören. Es reicht ihm nicht, dass die Leute sonntags in Gottesdienst kommen oder Weihnachten und Ostern, sondern er möchte wirklich echte Frucht sehen. Und die Frucht, die Werke sind die Frucht des Glaubens. Es ist wie ein Indikator. Ein Indikator ist dafür da, wenn man zum Beispiel eine klare Flüssigkeit hat, damit man sehen kann, ist das jetzt eine Säure oder ist das eine Lauge. Wenn man den Indikator, es gibt so Universalindikatoren, wenn man die in die Lösung reinmacht, dann färbt sich zum Beispiel blau oder orange und dann sieht man direkt, ist das jetzt eine Säure, ist das eine Lauge, muss ich aufpassen oder ist das gar nichts, ist vielleicht Wasser. Und dann sehen wir an einer klaren Flüssigkeit, die wir vielleicht nicht vorher beurteilen können, sofort, worum handelt es sich. Und so ist es auch mit den Werken. Die Werke sind der Indikator, ist der Glauben jetzt lebendig? Oder ist der Glaube tot? Ist das nur so ein Wortglaube? Und dafür sind die Werke da. Und deswegen spricht Jesus Christus auch direkt die Werke an. Direkt, wenn er auf die Gemeinde schaut, schaut er, okay, ist Leben da? Sind Werke da? Ist Frucht da? Und genau. Er prüft die Bäume, er prüft die Reben und er schaut direkt als erstes auf die Qualität der Frucht. Und die Frage ist halt auch, er geht da ganz pragmatisch vor. Es ist ja wie bei einem Weingärtner, der muss ja seine Diener
ernähren, er muss ja seine Familie ernähren, er muss seinen Ertrag verkaufen und er kann die Familie, er kann seine Diener nicht ernähren mit Laub oder mit Gestrüpp, sondern er braucht die Frucht. Und so pragmatisch geht Jesus auch heran und sagt, hey, die Werke will ich sehen, wenn nicht, dann komme ich bald über euch, ihr müsst Buße tun. Und in Johannes 15, wo er sagt, ich bin die Rebe, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, sagt er sogar, er geht sogar so weit und sagt, wenn ihr keine Frucht bringt, dann werdet ihr abgehauen, vertrocknet und am Ende ins Feuer geworfen. So hart geht Jesus da heran und er sagt gleichzeitig, wie einfach es eigentlich ist, Frucht zu bringen. Er sagt, bleibt in mir und ich in euch und dann werdet ihr Frucht bringen, dann kommt das ganz automatisch. Genau. In Offenbarung 2, Vers 23b, ist eins von den Sendschreiben, da sagt er, ich werde jedem Einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Und ich lese nur kurz vor, muss man nicht aufschlagen, Römer 2, 7 bis 10, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Vergänglichkeit erstreben, gibt er ewiges Leben, denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen Grimm und Zorn, Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst den Juden, dann auch über den Griechen, Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jeden, der das Gute tut, zuerst den Juden, dann auch den Griechen. Genau. Wir gehen mal auf die einzelnen Sendschreiben ein. Ich habe ganz oben jetzt erstmal an den ganzen Punkten, die ich da so rausgeschrieben habe, ich habe alle 7 Sendschreiben durchgearbeitet und alle Punkte rausgeschrieben. Da nenne ich jetzt nicht immer die einzelnen Verse, das könnt ihr gerne zu Hause nochmal durcharbeiten, wenn ihr es möchtet. Ich habe ganz oben angeschrieben die erste Liebe, weil das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was Jesus in den ganzen Sendschreiben anspricht. Das ist die erste Liebe und er sagt ja auch, das ist das höchste Gebot, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. Und den Ephesern gegenüber spricht er an, dass die erste Liebe fehlt. Das sieht man direkt im ersten Sendschreiben. Und bei Thyatira sagt er, dass sie in der Liebe geblieben sind und da sagt er, das ist wunderbar. Und ich wollte das nebenan stellen zu dem, was hat denn Jesus getan? Was hat er in seinem Leben getan? Wir können aufschlagen Johannes 13, Vers 1. Genau. In Johannes 13, Vers 1, was hat denn Jesus Christus getan? Das ist nur ein kleiner Satz, aber da steckt so viel drin. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und er hat sich ganz hingegeben für jeden einzelnen Jünger. Kein Jünger hat danach gefragt, hey Jesus, wir brauchen Opfer, bitte, mach das mal für uns. Kein Jünger hat wahrscheinlich gewusst, dass ein Opfer überhaupt notwendig ist. Aber all die Jünger, die später begriffen haben, warum hat Jesus Christus sich ganz hingegeben, war dann überwältigt von Jesu Christi Liebe und hat sich dann auch ganz für den Herrn hingegeben. Und das ist unsere Ermutigung auch für uns. Wenn Jesus Christus nach unserer ersten Liebe fragt, dann schauen wir zuerst auf Christus, weil er hat uns geliebt bis zum Tod. Er hat das Beispiel vorausgegeben. Und genau, so viel zur ersten Liebe. Ich finde schön, dass er, haben wir auch gerade in Epheser, also in dem Sendschreiben an die Epheser gelesen, er spricht auch die Bemühungen an. Er spricht nicht nur die Werke an, sondern auch die Bemühungen. Diejenigen, die auf die Straße gehen, die werden es wissen. Wenn du ein Gespräch anfängst, dann möchtest du am liebsten, dass du dominierst in der Diskussion, dass du denjenigen, mit dem du gerade im Gespräch bist, am Ende auch wirklich überzeugt hast von der Wahrheit, dass er Buße tut und zum Glauben kommt und Jesus nachfolgt bis zum Tod, dass da ganze Sache passiert. Aber wie oft sind da Gespräche und wir bemühen uns und bemühen uns und dann war das erste Gespräch doch nicht erfolgreich und das nächste auch nicht erfolgreich. Und am Ende geht ein Samstagseinsatz auf der Straße zu Ende und vielleicht hat sich gar keiner bekehrt auf deine Bemühungen hin.
Aber Jesus Christus sieht auch die Bemühungen und er sieht es als eine gute Frucht an. Und es ist wunderbar, das zu sehen, dass Jesus auch das sieht. Auch wenn du zu Hause dich täglich um deine Kinder kümmerst und täglich vielleicht Schlafmangel hast und einfach nur überlebst bei Zeiten, um deine Familie zu versorgen. Auch diese Bemühungen, die sieht Gott. Und Gott sieht ganz genau, was in uns vorgeht, auch wenn wir vielleicht nicht immer 100% erfolgreich sind, wenn wir nicht immer 100% geduldig sind und so weiter, sieht er auch schon die Bemühungen an und das finde ich wunderbar tröstlich. Und es ist spannend zu sehen, wenn wir jetzt Lukas 19, Vers 41 und 42 aufschlagen, dass auch der Herr Jesus Christus sich manchmal bemüht hat und nicht immer die Frucht gesehen hat, die er gerne gesehen hätte. Lukas 19, 41 und 42. Genau. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn du doch erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Er hat sogar geweint vor Trauer, weil diese Stadt nicht Buße getan hat. Und Jesus Christus hat sich bemüht. Er hat ja teilweise wie ein Obdachloser einfach draußen geschlafen und hat sich ganz hingegeben, hat so viel Liebe erwiesen und trotzdem haben sie nicht Buße getan, haben sie nicht gehört. Und auch er war bis an den Punkt gekommen, wo er wirklich weinte. Und in Lukas 13, 34 lesen wir, wie er ausruft, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Es liegt nicht nur an unserem Wollen und an unserem Arbeiten. Wir haben natürlich auch mit Menschen zu tun, deren freien Willen wir achten müssen. Gott achtet ihren freien Willen auch. Und wir können sie nicht zwingen, wiedergeboren zu werden. Wir können niemanden zwingen. Selbst wie es im Mittelalter manchmal versucht worden ist, ja, bekehr dich oder ich töte dich, das wirkt keine Frucht. Man kann einen Menschen nicht zwingen. Entweder er macht es von Herzen und wir können das Herz nicht anschauen oder er macht es nicht von Herzen. Und all die Bemühungen, auch wenn wir uns manchmal gerne nach harten Fakten und Zahlen sehnen, nach schwarzen Zahlen in der Gemeinde, nach großen Gemeinden mit vielen Leuten oder was auch immer, wonach wir uns sehen. Nicht immer haben wir Erfolg, so wie wir es gerne sehen möchten, aber der Herr sieht unsere Bemühungen an. Und wenn ein lieber Bruder, wer weiß in welchem Land, über eine Gemeinde von 10 Menschen über Jahre hinweg treu dient und es werden nicht mehr als 10 in seiner Gemeinde, wird er am Ende doch herrlich belohnt von unserem Herrn Jesus Christus, weil der Herr auch die Bemühungen ansieht und die Treue. Es kommt ihm auf die Treue an. Genau. Ein anderes Thema, was der Herr Jesus Christus anspricht in fast allen Briefen, ist das standhafte Ausharren. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema. Das standhafte Ausharren, ich habe mal hinten zugefügt noch eine Gemeinde, das war in Smyrna, die hat Werke trotz Drangsal und Armut. In Pergamos war es so, dass sie an Jesu Christi Namen festgehalten haben. In Thyatira hat Jesus Christus den Glauben gesehen. Und in Smyrna und Pergamon wurde dieser Glaube nicht verleugnet, auch im Angesicht des Todes. Da wurde ein lieber Bruder vor ihren Augen getötet und sie haben trotzdem festgehalten an diesem wunderbaren Glauben. Jesus Christus fordert sie auf und sagt, haltet fest, was ihr habt. An Thyatira und Philadelphia. Und trotz kleiner Kraft hat die Gemeinde in Philadelphia sein Wort bewahrt und seinen Namen nicht verleugnet. Und in Ephesus haben sie zu Christi Ehre gearbeitet und sind nicht müde geworden, sein Werk zu tun. Also hier geht es wirklich um Ausdauer, um drunterbleiben, um Ausharren. Und das hat Jesus Christus den Gemeinden als gut angerechnet und gesagt, das habt ihr wunderbar gemacht. Und bei manchen gesagt, hier sollte es etwas mehr werden. Und ich wollte auch hier wieder schauen, wie hat Christus überwunden? Wie hat Christus
standhaft ausgeharrt und uns da ein wunderbares Beispiel hinterlassen. Einmal können wir Philipper 2, 7 bis 8 aufschlagen. Das sind sehr bekannte Verse. Philipper 2, 7 und 8. Da wird uns gesagt, und darum geht es ja eigentlich in der Predigt, in Philipper 2, dass wir uns Jesus Christus als Vorbild nehmen sollen. Und da schauen wir einmal, was er uns sagt und wie er uns ein Vorbild gegeben hat. Und hier wird dann in Vers 7 und Vers 8 gesagt, was hat der Herr Jesus Christus gemacht? Er blieb nicht in der Gestalt Gottes, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Das fasst sein Leben ganz kurz zusammen. Ich wollte noch ein paar andere Widrigkeiten in Christi Leben einfach hervorheben, weil wir da so viele haben. Lukas 4 können wir schon mal aufschlagen. Lukas 4, Vers 22 ist ein längerer Text. Und nebenbei erwähne ich, dass in Johannes 7, Vers 5 steht, noch nicht mal seine Brüder haben an ihn geglaubt. Einige von ihnen haben später Buße getan und unter anderem der Jakobus war ja der Bruder des Herrn, von dem wir auch einen Brief lesen. Aber selbst das waren Widrigkeiten, die Jesus bestimmt geschmerzt hatten und die schwer für ihn waren. Nicht mal seine eigene Familie hat wirklich komplett an ihn geglaubt. Und in Lukas 4, was wir jetzt aufgeschlagen haben, ab Vers 22, lesen wir, und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem, also Jesu Christi, Mund kamen und sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen, gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen, Arzt, heile dich selber. Die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch in deiner Vaterstadt. Er sprach aber, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. In Wahrheit aber sage ich euch, es waren viele Witwen in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, da eine große Hungersnot entstand im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, sondern nur zu einer Witwe nach Zarpat bei Zidon. Und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, aber keiner von ihnen wurde gereinigt, sondern nur Naaman der Syrer. Da wurden alle in der Synagoge voll Zorn, als sie dies hörten, und sie standen auf, stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Er aber ging mitten durch sie hindurch und zog weiter. Ja, so eine kleine Momentaufnahme von dem, was Jesus immer wieder erleben und ertragen musste. Das war sein Dorf, seine Stadt. Die kannten ihn sogar. Haben doch gesagt, warte mal, die kenne ich doch, das Gesicht habe ich doch schon mal gesehen. Das ist doch der Sohn vom Josef. Was macht er da vorne überhaupt? Ist doch Zimmermann. Und als Jesus ihnen Klartext gesagt hatte, waren sie direkt bereit, ihn am Rand des Berges einfach hinabzustürzen und zu töten. Und mit diesem Zorn musste Jesus Christus sich konfrontiert sehen. Und ich glaube, auch das war wirklich schrecklich schwer für ihn, gerade weil er die Liebe ist. Er liebt ja diese Menschen. Und dann zu sehen, mit welchem Hass sie ihm begegnet sind. Und er wusste von Anfang an, warum er überhaupt auf dieser Erde ist, wozu ist er in die Welt gekommen. Das wusste er alles. Und dann zu sehen, mit welchem Hass ihm die Menschen begegnen, die er retten will. Ich glaube, das war ganz schwer für ihn. Ganz besonders auch dann während der Kreuzigung das zu sehen, wie sie dann schrien, kreuzige ihn. Das waren Widrigkeiten. Dann hatte ich ja vorhin erwähnt, dass er mehrere Jahre obdachlos war. Braucht ihr nicht aufschlagen. Matthäus 8, Vers 20. Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Auch eine Widrigkeit war, wie er vom Satan persönlich
ja, fast schon ausgelacht worden ist. In Matthäus 4 lesen wir immer wieder die Worte, wie Satan ihn sagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach doch die Steine zum Brot, dann mach doch dies, dann mach doch das. Der Satan wusste ganz genau, wer das ist. Er wusste ganz genau, dass das Gott im Menschen ist. Ich glaube, es war nicht eine Frage von ihm, von wegen, es wäre irgendwie Interesse gewesen, er wäre neugierig. Nein, ich glaube, er hat ihn wirklich immer wieder angepiekst und gesagt, guck mal, wie du aussiehst. Du bist Gott. Und so sehr hat Jesus Christus sich erniedrigt. Das heißt es, dass er Knechtsgestalt angenommen hat. Und auch diese Widrigkeiten hat der Herr Jesus Christus für dich und für mich auf sich genommen. Ja, er nahm den Kelch des Zorns aus Gottes Hand und Gott zermalmte ihn am Kreuz für unsere Schuld. In Jesaja 53 können wir das lesen. Und all das hat er auf sich genommen. Weitere Widrigkeiten, wollen wir nochmal bei diesem Punkt bleiben. In Jesaja 53 lesen wir ja, dass es dem Vater gefiel, seinen Sohn zu zerbrechen. Ich habe mal gehört, wie kann das denn sein, dass Jesus Christus, der ja unser Anführer ist, der in der Kirchengeschichte auch der Anführer ist, wie kann das sein, dass er im Garten so geweint hat und dann eigentlich nicht ans Kreuz gehen will, wenn Jahrhunderte danach, Jahrhundert für Jahrhundert immer wieder die Leute sogar singend bis zum Kreuz gingen und Gott gelobt und gepriesen haben? Und dann wurde die Frage gestellt, sag mal, wovor hatte Jesus Christus eigentlich Angst? Und die Aussage wurde getroffen, er hatte Angst vor dem Kelch des Zornes des lebendigen Gottes. Das, was in dem Kelch war, was Jesus Christus nicht trinken wollte, war der Zorn Gottes. Und den hat er getragen. Und ich habe lange Zeit nicht den Beleg dafür gefunden. Aber in Matthäus 10, Vers 28, das ist gestern irgendwie aufgegangen, da sagt er ja, Matthäus 10, Vers 28, dass wir nicht die Menschen fürchten sollen und das, was sie uns antun können, sondern dass wir Angst haben sollen vor Gott, dass wir ihn fürchten sollen. Und in Hebräer 10, Vers 31 steht auch, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wenn er solche Aussagen getroffen hat, ihr braucht die Menschen nicht zu fürchten und das, was sie euch antun können, ich glaube nicht, dass der Herr Jesus Christus Angst vor der Kreuzigung oder vor der Peitsche hatte. Er hat den Zorn des lebendigen Gottes für die Sünde der ganzen Welt getragen. Und diese Widrigkeiten hat er für dich und für mich getragen. Und das da für uns, all diese verschiedenen kleinen Beispiele, die ich jetzt nannte, kann für uns eine große Ermutigung sein. Wenn er das für dich und für mich getan hat, dann dürfen wir uns doch ganz ihm hingeben, auch wenn Widrigkeiten kommen. Und auch wenn wir vielleicht uns unser Leben lang bemühen und bemühen und bemühen und am Ende sehen wir nicht die Frucht, die wir wollten, können wir uns trotzdem ganz für ihn hingeben, denn er gab sich ganz für uns hin. Ja, an die Gemeinde von Smyrna hat Jesus Christus gesagt, und das war ein Lob, dass sie die Schmach des Christus getragen haben. Und es ist praktisch ein Kernvers, der steht über der ganzen Predigt, den können wir in 1. Petrus 2, 21 bis 25 aufschlagen. 1. Petrus 2, 21 bis 25. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben möchten. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie die Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Er wurde so verspottet, weil er für uns die Sünden getragen hat. Und manchmal
habe ich so eine Hemmschwelle, wenn ich mich irgendwie bekenne auf der Arbeit oder so, vor Ungläubigen, habe ich immer wieder so eine Hemmschwelle gehabt, mich zu Jesus Christus zu bekennen, weil die können ja lachen über mich. Auf Arbeit war auch eine, die hat sich so amüsiert darüber, dass ich ja so gläubig sei und hat sich die ganze Zeit lächerlich gemacht. Und ich glaube, manchmal haben wir Angst davor, aber irgendwann ist mir klar geworden, Mensch, der Jesus Christus hat den Spott, den er überhaupt nicht verdient hat, den ich eigentlich verdient hätte, den hat er getragen, freiwillig. Und er hat nicht widersprochen, er hat nicht geantwortet auf den Spott. Und er hat nicht zurückgespottet oder so. Er hat sich nicht gewehrt. Er hat den Spott für mich getragen, für dich und für mich. Und wir verdienen es ja sogar, verspottet zu werden. Also so zerbrechliche Menschen, wie wir sind, so viele Fehler, wie wir machen. Manchmal verdienen wir den Spott auch. Aber der Herr Jesus war der perfekte Mensch, er ist ja Gott. Es gibt niemanden, der den Spott weniger verdient hätte als Jesus Christus, aber er hat ihn auf sich genommen. Selbst den Spott des Satans, den ich vorhin erwähnte, hat sich ganz verletzlich gezeigt, ist nackt am Kreuz gestorben, für dich und für mich. Und ich glaube, das ist eine wunderbare Ermutigung für jeden von uns. Da brauchen wir wirklich keine Angst haben, wenn uns die Leute verspotten. Jesus sagt ja sogar, glückselig seid ihr, wenn ihr um meines Namens willen verspottet werdet. Und Gott ist so wunderbar. Er hat unseren Spott getragen, den er nie hätte tragen müssen. Und dann können wir ja locker flockig den Spott der Welt tragen. Und das sind ja auch nur ein paar Jahre. Dann sind wir schon bei ihm. Und ich glaube, das ist eine große Ermutigung und wie wunderbar, dass die Gemeinde in Smyrna den Spott des Herrn Jesus Christus, den die Welt dann auf sie brachte, ertragen hat. Das ist wunderbar. Ja, in Smyrna sagte er ihnen auch, seid getreu bis zum Tod. Und er sagte ihnen, sie sollen sich nicht fürchten vor irgendwelchen weltlichen Leiden. Genauso wie er auch den Jüngern gesagt hat, fürchtet euch nicht vor dem, was euch die Menschen antun können. Und wie eben schon erwähnt, er hat Gottes Zorn getragen. Und wenn er Gottes Zorn getragen hat, dann brauchen wir nichts mehr zu fürchten, wenn wir ihm nachfolgen. Das ist das Schöne. Egal, was uns die Menschen antun können, wir brauchen nicht Sorge haben, dass wir den Zorn Gottes irgendwie in dieser Zeit noch ertragen müssen. Das hat Jesus Christus nämlich getan für uns. Und all das, was die Welt uns an Zorn bringen kann, da ist Jesus Christus bei uns. Wir sind nicht verlassen. Der Jesus Christus, als er am Kreuz hing, der war verlassen vom Vater. In der schlimmsten Stunde. Aber wir werden nie verlassen sein, egal was wir erleiden, egal was die Menschen tun wollen. Wir werden nie verlassen sein vom Vater, weil Jesus Christus hat es schon für uns getragen, dass er verlassen war vom Vater. Und das, was wir verdient hätten, wir hätten es ja verdient, selbst wenn wir gemartert werden von den Menschen, wir hätten es verdient, verlassen zu sein. Aber Jesus Christus hat das getragen und deswegen, wir brauchen keine Furcht haben. Egal was kommt, wer weiß, wie die nächsten 20 Jahre aussehen. Aber egal was kommt, wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil Jesus Christus bei uns ist, weil der lebendige Gott bei uns ist und weil er all das für uns schon getragen hat. Und er trägt durch. Und das Schöne ist, wir dürfen wissen, er sagt ja auch, er wird keinen Menschen stärker versuchen, als er es ertragen kann. Er ist ja treu. Und ich habe auch von Leuten gelesen, die in China oder anderswo Christenverfolgung und schreckliche Folter erlebt haben, die zu Gott geschrien haben während der Folter. Und Gott hat sie einfach, hat einfach das Bewusstsein weggenommen und sie haben nichts mehr gespürt. Und solche Dinge gibt es auch. Also Gott ist da und er lässt es nicht weiterkommen, als wir es ertragen können. Und er ist bei uns. Und ein lieber Bruder hat gesagt, die Zeit, wo er im Gefängnis war und fast täglich gefoltert worden ist, das war für ihn wie Flitterwochen mit dem Herrn Jesus, weil er so tief seine Nähe erlebt hat, wie sonst nie in seinem Leben. Und er hat sogar erzählt, als er aus dem Gefängnis rauskam und Gott ihn daraus befreit hat, da ein paar Wochen später dachte er, ich würde fast lieber zurückgehen. Da war die Gemeinschaft mit den Geschwistern so intensiv und die Gemeinschaft mit dem Herrn viel intensiver als in der Freiheit. Ja, dem Herrn sei die Ehre. Mit ihm an unserer Seite sind wir wunderbar gewappnet, egal was kommt.
Genau, in Epheser, dem Brief an die Epheser, also dem Sendschreiben an die Epheser, lesen wir über die Heiligung, dass sie das Böse nicht ertragen können, und an das Schreiben in Sardes, dass die Kleider rein behalten werden sollen, beziehungsweise von einigen rein behalten worden sind. Und ich glaube, auch der Punkt Heiligung ist für uns immer wieder ja, so ein schweres Thema. Wie sollen wir uns denn heiligen? Es ist so schwer und in dieser Welt, die ist doch so schmutzig. Und es fällt mir jeden Tag so schwer. Aber auch da können wir auf den Herrn Jesus Christus schauen, was er für uns getan hat. Dafür lasst uns Hebräer 4, Vers 15 aufschlagen. Hebräer 4, Vers 15. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Nebenbei, was hat er gesagt, als die Ehebrecherin vor ihn gebracht worden ist, die erfasst worden ist? Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Keiner konnte einen Stein werfen, alle sind weggegangen. Aber er hätte den Stein werfen können, denn er war ohne Sünde. Er war wirklich ohne Sünde. Und wir lesen auch, dass er an dem, was er litt, den Gehorsam erlernte. Es war für Jesus nicht einfach ein Kinderspiel, die ganze Zeit heilig zu bleiben, aber er blieb sein ganzes Leben lang 100% heilig bis zum Schluss. Und wir lesen ja auch, wenn wir einen guten Einfall haben und wir tun es nicht, dann ist das schon Sünde. Wie schwer ist das manchmal, ne? Denken wir so, ja, ganz sündlos werde ich nie sein, solange ich hier auf der Erde wohne. Es gibt immer was, wofür ich Buße tun kann. Das soll uns nicht frustrieren und dazu von der Heiligung wegbringen, sondern einfach die Realität zeigen, wir sind so abhängig von dem Herrn. Aber auch die Realität zeigen, dass der Herr Jesus Christus die ganze Zeit 100% immer vollkommen war. Und selbst wenn er gute Einfälle hatte, hat er sie auch immer ausgeführt. Und das ist wunderbar zu sehen, wie sehr er sich geheiligt hat. Genau, einerseits, dass man die Kleider reinbehält, andererseits führt die Heiligung auch dazu, dass man das Böse nicht ertragen kann. In Johannes 2 lesen wir von der Tempelreinigung, wie er den Tempel gereinigt hat und wirklich zornig war, dass Menschen von Gott abgebracht worden sind, davon mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und die Jünger dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. So sehr bewegte den Herrn Jesus Christus auch seine Heiligkeit und hat einen Hass bewirkt auf das Böse. Und genau, in dem Sendschreiben an die Gemeinde an Sardes steht, sie sollen, dass sie in der Lehre Christi verwurzelt sein sollen, in etwas anderen Worten, aber sie sollen zurückkehren zur wahren Lehre. Und in den Briefen an die Epheser, an Pergamos und an Thyatira sehen wir, dass sie auch mit Irrlehrern Probleme hatten. Und die haben teilweise die Lehren geprüft und die Irrlehrer identifizieren können. Einige haben die Werke gehasst, zum Beispiel wenn es um die Nikolaiten ging. Einige mussten zur Buße aufgefordert werden, zum Beispiel die Ehebruch gemacht haben mit der falschen Prophetin Isebel. Und wo keine Buße kommt, da sollen sie die Leute ausschließen, weil Jesus Christus einigen Gemeinden vorwirft und sagt, wie kann es sein, wie kann es sein, dass ihr solche Menschen bei euch duldet, die falsche Propheten sind oder die an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Und finden wir das auch beim Herrn Jesus wieder. Seine Reaktion auf die Irrlehren, die sind besonders heftig. In Matthäus 23, das können wir gerne aufschlagen, da würde ich gerne ein paar Verse vorlesen, fast das gesamte Kapitel 23 ärgert Jesus sich über die Pharisäer und ihre Irrlehren. Von Vers 1 bis 36 lässt er sich darüber aus. Und wir können Matthäus 23 ab Vers
23 lesen. Matthäus 23, 23. Da spricht er mit den Irrlehrern: Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigste im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Ihr blinden Führer, die ihr die Mücke aussiebt, das Kamel aber verschluckt. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Äußere des Bechers und der Schüssel reinigt, inwendig aber sind sie voller Raub und Unmäßigkeit. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers und der Schüssel, damit auch ihr Äußeres rein werde. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr getünchten Gräbern gleicht, die äußerlich zwar schön erscheinen, inwendig aber voller Totengebeine und aller Unreinheit sind. So erscheint auch ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und ihr Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Gräber der Propheten baut und die Denkmäler der Gerechten schmückt und sagt, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. So gebt ihr ja euch selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Ja, macht ihr nur das Maß der Väter voll, ihr Schlangen, ihr Ottergezücht. Wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Wenn man das so liest, ich glaube, wir haben den Herrn Jesus Christus kaum mal so wütend gesehen wie dort. Und wenn man das so liest, dann denkt man doch, sag mal, ist Gott nicht der Gott der Liebe? Was ist denn das? Und wenn man mal genau drüber nachdenkt, dass Gott der Gott der Liebe ist, das macht ihn auch so gefährlich. Denn wenn sich jemand zwischen Gott und seine Geliebten stellt, dann wird es richtig gefährlich. Ich hatte mal mit einem Irrlehrer zu tun gehabt, der hat sich einen Spaß draus gemacht, auch bei Straßeneinsätzen immer wieder die Leute so herauszufordern, die Straßeneinsatz gemacht haben und sie halt von der Wahnlehre abzubringen. Und irgendwann hat der Herr uns dazu geführt, dass wir ihm sagen mussten, er war ein guter Freund von uns, wir können keine Gemeinschaft mehr mit dir haben, weil Jesus sagt, Gott sagt in 2. Johannesbrief und in Titus, dass man die Irrlehrer zwar ermahnen soll, aber wenn sie in ihrer Irrlehre bleiben und es geht um grobe Irrlehren, die das Evangelium verdrehen, dann sollen wir uns von ihnen fernhalten. Wir sollen sie noch nicht mal mehr grüßen, wir sollen sie nicht mal mehr im Haus aufnehmen. Und dann mussten wir ihm das irgendwann sagen, tut uns leid, wir haben gerne Gemeinschaft mit dir, aber so können wir leider keine Gemeinschaft mit dir haben. Und ich habe ihm das auch klar machen wollen, wie gefährlich das ist, was er macht. Das war ja für ihn wie ein Sport, die Leute da so zu verunsichern in ihrer Nachfolge dem Herrn Jesus nach. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, Gott hat seinen Sohn nicht verschont, um die Menschen zu retten, die er liebt, was wird er dann mit einem Irrlehrer machen? Wenn der sich zwischen Gott und die geliebten Menschen stellen möchte. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einerseits uns gegenseitig ermahnen, wenn wir mal merken, dass jemand das Evangelium total verdreht oder da gefährliche Irrlehren sind, aber dass wir auch wirklich auf die Gemeinde Acht haben und schauen, dass wenn da Irrlehrer sind, die keine Buße tun wollen, dass wir sie auch ausschließen aus der Gemeinde, denn es geht um die Geliebten Gottes und wenn Gott sie so sehr liebt, was wird er dann auch mit uns machen, wenn wir nicht vorangehen und Irrlehrer ausschließen? Genauso vehement geht Jesus Christus dann auch in den Briefen vor und sagt, wenn ihr sie nicht ausschließt, dann passt auf, ich komme über euch. Genau, in Titus 3, 10 bis 11 lese ich kurz mal vor. Einen sektiererischen Menschen weise nach ein- oder zweimaliger Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und sich selbst verurteilt hat. So viel dazu. An die Gemeinde in Sardes sagt Jesus Christus, ihr habt den Namen, dass ihr lebt, aber ihr seid tot. Wach auf und wenn du Buße getan hast, dann stärke, was im Begriff ist, zu sterben. Wach auf und bleibe wachsam, sagt Jesus Christus. Und ich wollte auch noch mal ein paar Beispiele nennen, was der Herr Jesus Christus in seinem Leben getan hat. Einerseits sehen wir direkt, bevor er seine 12 Jünger gewählt hat,
blieb er die gesamte Nacht wach im Gebet und hat für den Herrn, hat zum Herrn gebetet. Und wenn er das sogar tun musste, vor so einer wichtigen Entscheidung, wie viel mehr wir, wenn wir mal im Leben vor einer wichtigen Entscheidung stehen, dass auch wir wirklich viel Zeit im Gebet verbringen. Und so hat er ein gutes Beispiel gebracht. Aber wenn er sagt, bleib wachsam und sei wach, dann meint er nicht nur, dass wir nicht schlafen sollen. Bei Zeiten ja, aber natürlich will er auch, dass wir regelmäßig schlafen, dass wir auch zur Ruhe kommen. Wir hatten an der Bibelschule Mitschüler gehabt, wurde uns erzählt, die haben bei Missionaren gelesen oder ich glaube auch bei dem Spurgeon, dass er nur 4 oder 5 Stunden in der Nacht geschlafen hat, regelmäßig. Und Gott hat Wunder getan, dass er trotzdem weiterhin kraftvoll den Dienst tun konnte. Aber die Bibelschüler wollten es dann auch so machen. Ja, wenn der das kann, dann kann ich es auch. Und die wurden richtig unausstehlich. Innerhalb von ein paar Wochen waren die richtig krantig. Und im Alltag, dann mussten sie irgendwann ermahnt werden, Leute, schlaft genug, damit ihr auch irgendwie auszuhalten seid, dass ihr ertragen werden könnt. Wenn der Herr uns irgendwann dazu bringt, dass wir regelmäßig, weil wir so fest in der Beziehung zu Gott sind und so treu im Dienst sind, dass wir irgendwann nur 4 Stunden in der Nacht ertragen können, dann ist das ein Wunder Gottes. Aber natürlich ist das nicht, das meint es nicht mit dem Wachsambleiben. Trotzdem, vor einer guten Entscheidung sollte man tatsächlich wirklich Zeit investieren in Gebet. Und Johannes 8, 1-11 können wir gerade mal aufschlagen. Genau, in Bezug darauf Stärke, was im Begriff ist zu sterben, lass uns doch einmal nochmal lesen, wie die Sache war mit der Frau, die ergriffen worden ist beim Ehebruch. Johannes 8, Abvers 1, Jesus aber ging an den Ölberg und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich hin und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat Mose uns geboten, dass wir solche steinigen sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und fragte sie, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich nieder wiederum und schrieb auf die Erde. Und als sie aber das hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen vom Ältesten bis zum Geringsten. Und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf, und da er niemanden sah als die Frau, sprach er zu ihr, Frau, wo sind jene deiner Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach, niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Wir haben den Auftrag zu stärken, was im Begriff ist, zu sterben. Und wir lesen auch in Jesaja 53, glaube ich, dass der Herr Jesus Christus den gebrochenen Halm nicht zerbrechen wird und den glimmenden doch nicht auslöschen wird. Und hier sehen wir ihn in Aktion, wie er genau das getan hat mit dieser Frau, die war des Todes. Aber der Herr Jesus Christus hat sie liebevoll aufgerichtet. Und das ist auch für uns der Auftrag. Wir sind genauso Sünder gewesen wie viele andere auch auf der Welt. Und wir sündigen immer noch Tag für Tag. Und da dürfen wir in dieser Demut, in diesem Bewusstsein hingehen, wenn sogar Jesus, der nicht gesündigt hat, so gnädig war zu diesen Menschen, dann können wir es doch auch mit seiner Hilfe, an seinem Vorbild. Genau, in Laodicea lesen wir, sie sollen reich werden bei Gott, sie sollen Buße tun. Und ja, der Jesus Christus verlangt von uns, dass wir uns ihm voll und ganz hingeben. Auch gerade an die Reichen war das ja geschrieben.
Und der Bruder Mirko hat ja vor einigen Monaten gepredigt und das nebenbei erwähnt, wir hier, selbst wenn wir nur Kassierer bei Aldi sind, gehören zu den reichsten 10% der Weltbevölkerung. Und Jesus fordert eine Gemeinde, die so wohlhabend ist wie wir, auf und sagt, Leute, bleibt nicht zufrieden. Bleibt nicht zufrieden damit, dass es euch gut geht, dass ihr Überfluss habt, dass alles super ist, dass ihr jede Versicherung abgeschlossen habt und nebenbei auch noch die Versicherung, um in den Himmel zu kommen. Sondern er sagt, wir sollen wirklich einmal Gold von ihm kaufen. Wenn er sagt, wir sollen Gold von ihm kaufen, erinnern wir uns daran, wie er gesagt hat zu dem reichen Jüngling, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, dann hast du einen Schatz im Himmel und folge mir nach, komm, folge mir nach. Und ich glaube, das meint der Jesus Christus, wenn er der Gemeinde in Laodicea sagt, kauft Gold von mir, kauft euch einen Schatz im Himmel und das macht Gott möglich, dass wir weitergeben von all dem, was uns so gut ist, gegeben und geschenkt worden ist. Er hat es nur in unsere Hände gegeben, es ist sein Eigentum. Wir sind nur die Verwalter davon, wir sind nicht der Besitzer von all dem Eigentum, den wir haben. Und das sollen wir auch treu verwalten. Dann sagt er, wir sollen reine weiße Kleider von ihm nehmen und von ihm kaufen. Und diese bietet er uns kostenlos an. Und er sagt uns, wir sollen Augensalbe anwenden. Und in Petrusbriefen lesen wir, dass diejenigen, die vergessen hatten, was Jesus für sie getan hat, dass sie später wie blind und kurzsichtig waren. Und deswegen lass auch uns, dass uns, denen es so gut geht, niemals vergessen, dass er uns weiße Kleider gegeben hat, diese Kleider reinbehalten. Und lass uns nicht vergessen, dass er so gut zu uns war. Und denn wenn wir seine Gnade vergessen, sind wir auf einem ganz schlimmen Weg. An alle Briefe hat er geschrieben, sie sollen überwinden und damit schließe ich auch. Und in Offenbarung 5, Vers 5 lesen wir zusammenfassend, weine nicht, siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Der Jesus Christus hat in seinem Leben, was wir heute so ein bisschen angerissen haben, verschiedene Situationen in seinem Leben, er hat überwunden. Und hinblickend auf ihn, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, können auch wir überwinden. Amen.